nach Klein-Paris, also Homburg, gemacht habe, wo jetzt der Eiffelturm in der Talstraße steht. Was haben denn Baumann und Klausen so getrieben? Also da geht es irgendwie um zwei gute Gründe heute Morgen. Gute Gründe. Für was? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schalten mal rüber. Und zwar sitzen die heute in Amtsstube 333. Garantiert. Also, überschalten wir, und zwar jetzt. Ja, Oberamtsrat Alfred Klausen. Morgens, Alfred. Na, wie ist? Habe, guten Morgen. Das trifft dich gut, dass du anrufst. Ich habe nämlich zu Hause meine Brille vergessen und wollte dich fragen, ob du sie für mich holen kannst. Ich? Ja, Ella ist ja leider mit ihren Windbeuteldamen auf Shoppingtour. Ja, aber warum holst du die Brille nicht selbst? Dafür habe ich gleich zwei gute Gründe. Erstens trage ich doch seit 3 Tagen diesen Schrittzähler am Gürtel. Ja, ich weiß, da hast du ja diesen verrückten Wettbewerb mit Lüdemeier vom Katasteramt laufen, wer sich innerhalb einer Woche am wenigsten bewegt. Eben, und wenn ich jetzt nach Hause gehe, um die Brille zu holen, dann versaue ich mir das ganze Ergebnis. Ich habe nämlich erst 26 Schritte gemacht in 3 Tagen. Das ist ein Spitzenwert. Also ich muss eigentlich für Hase neuen Bio-Nagellack Entferner besorgen und... Bio-Nagellack-Entferner? Wie kann Nagellack-Entferner bio sein? Wenn du so ein Fläschchen öffnest, dann strecken dich doch schon die chemischen Dämpfe sofort zu Boden. Naja, bei diesem Produkt ist immerhin die Verpackung bio. Ah ja. Ja, der Inhalt kann tatsächlich nicht bio sein bei Nagellack-Entferner. Aber das Plastikfläschchen ist ohne Weichmacher. Das heißt, wenn du es anfasst, gibt es keine Gefahr einer Bisphenol-A-Vergiftung. Naja, und wie groß ist diese Gefahr? Oh, Alfred, das ist nicht zu unterschätzen. Einer von 375.000 bekommt Hautausschlag. Okay, das reicht mir. Der Nagellackentferner kann warten. Meine Brille ist wichtiger. Wofür brauchst du die Brille denn überhaupt so dringend? Habe, Ella ist auf Shoppingtour. Ich sitze hier vor meinem Online-Banking und kontrolliere, wo sie was einkauft. Aber ohne Brille sehe ich die Zahlen ganz verschwommen. Du musst mir helfen, Habe. Bitte, bitte hol die Brille. Ich flehe dich an, sonst bist du schuld, wenn Ella mich pleite shoppt. Es sind immerhin 100 Euronen auf dem Konto. Das Besprechungskäffchen. Bingo. Apropos Brille. Jedes Mal, Wetter Müller, wenn ich mit Frank irgendwo hingefahren bin, fiel als erstes der Satz: Scheiße, ich habe meine Brille schon wieder nicht dabei. Ey, der ist blind wie ein Maulwurf, ne? Und setzt sich trotzdem immer hinter das Steuer. Das stimmt nicht, wir sind immer sicher angekommen. Wir sind angekommen auf jeden Fall. Gut, dass ich das weiß, dann fahre ich in Zukunft immer allein. Ja. In diesem Sinne, schön weiter. Viertel nach 8 ist es gemäuert. Morgen. Es gab nur dich und mich.